Genau, also ich bin David Pohlmann, bin der CEO von Bilby. Ich gehe mal davon aus, dass viele jetzt hier im Call Bilby schon mal gehört haben oder vielleicht sogar auch etwas besser kennen oder sich zumindest dafür interessieren. Genau, was ich heute einmal machen möchte, ist das Tool Bilby in einer Nutshell sozusagen vorzustellen. Was machen wir überhaupt? Was ist der Funktionsumfang von Bilby im Überblick? Und warum nutzen das Mandanten vielleicht? Warum nutzen das Unternehmen? Und aber ein anderer Teil möchte ich eben auch speziell auf die Zusammenarbeit mit DATEV mich darüber mit euch austauschen. Ich freue mich auch nachher auf die Fragen. Die erste, sehr passende Frage ist ja schon geschrieben worden. Und genau, ich würde jetzt einfach mal durch meine Präsentation durchgehen. Ich habe nur eine ganz kurze Slide mitgebracht, was Bilby sozusagen oder die Größe oder die Verbreitung von Bilby betrifft. Wir haben ungefähr 18.000, knapp 19.000 Nutzer. Inzwischen wickeln so um die 80, 90 Millionen Bestellungen pro Jahr mit unserer Lösung ab und haben einen relativ großen Anteil an Schnittstellen. Also die Schnittstellen, die Bilby bietet, sowohl zu Vorsystemen als auch zu Nachsystemen, sind, glaube ich, einer der größten Kernkompetenzen von uns, weil wir eben nicht wie viele andere mit einem Plugin-Store, mit vielen Plugins von Drittanbietern arbeiten, sondern versuchen, den Großteil der Integrationen der Schnittstellen eben wirklich bei uns im Kern, im Tool zu organisieren. Genau, was sind so die Themen, die ich behandeln möchte? Wie gesagt, ich mache jetzt keine große Unternehmensvorstellung, sondern versuche mich so ein bisschen auf das Produkt Bilby und auf die Schnittstellen, die wir haben und natürlich auch auf das Thema Partnerschaft mit DATEV beschränken. Ich fange damit an, was Bilby überhaupt ist, was es kann, was es macht, was für Funktionen es gibt, was für Funktionen es vielleicht auch nicht gibt, wo vielleicht auch die Grenzen sind von der Lösung. Ich möchte auch mir das Wie anschauen, das heißt, wenn man dann Bilby einsetzt, was passiert mit den Daten, wie landen die letztendlich bei der DATEV beziehungsweise auch in der Kanzlei, wie ist das heute, wie soll das vielleicht in Zukunft ein bisschen einfacher und schneller und schicker ablaufen. Und zuletzt genau noch so ein bisschen auf das Warum, wer ist überhaupt die Zielgruppe von Bilby und wie sieht die Zusammenarbeit mit Bilby vielleicht auch aus, nicht was die Zusammenarbeit zwischen Bilby und der DATEV betrifft, sondern vielleicht auch die Zusammenarbeit zwischen dem Steuerberater der Kanzlei und uns, Bilby. Genau, vorab nochmal, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, genau, hebt sie gerne auf bis zum Ende, dann machen wir eine öffentliche Fragerunde oder schreibt sie auch in den Chat schon rein, wenn ihr sie jetzt nicht selber vortragen wollt. Max wird dann da so ein bisschen die Moderation übernehmen und dann können wir die Fragen, die jetzt nicht in der Präsentation schon beantwortet werden, glaube ich, ganz gut durchgehen. Genau, fange ich mal mit dem Was an, mit dem Funktionsumfang von Bilby. Ich habe vorab ein paar Beispiele mitgebracht, ganz konkret, was die Lösung Bilby überhaupt macht. Vielleicht vorab, Bilby ist im Grunde eine Software as a Service, also eine Cloud-Lösung. Das heißt, ich kann mich als Mandant, als Nutzer, auch als Steuerberater, so ähnlich wie ich mir einen Netflix-Account anlege, im Grunde kann ich mich über die Bilby-Webseite registrieren und mir einen Account bei Bilby erstellen und beginnen, die Software zu konfigurieren. Und kann dann eben speziell als Online-Händler, wir fokussieren uns sehr auf den Online-Händler, auf das E-Commerce-Unternehmen, viele Prozesse, die anfallen als Online-Händler nach dem Kauf mit Bilby abbilden. Ja. Ein Beispiel davon sind Auftragsdokumente. Da gehören natürlich Rechnungen dazu aus buchhalterischer Sicht, aber auch aus rein professioneller Sicht, auch andere Auftragsdokumente, die ich vielleicht für meine Abwicklung und für meine Prozesse im Unternehmen, im Versand brauche, Lieferscheine, Packlisten, Auftragslisten und ähnliches. Also alles, was das Thema Dokumente, Listen und Formulare und Co. betrifft, können wir mit Bilby abbilden. Zweiter sehr wichtiger Bereich, jetzt vielleicht für heute nicht ganz so relevant, aber durchaus auch relevant, ist das Thema Versand. Das heißt, wenn ich als Online-Händler eben selbst versende, kann ich meine Versanddienstleister mit Bilby integrieren und kann den Versand über Bilby steuern, inklusive der zugehörigen Kundenkommunikation über Sendungsinformationen und ähnliches. Aber auch, wenn ich nicht selbst verschicke, sondern das Ganze über einen Drittanbieter, über einen Fulfillment-Dienstleister löse, bietet Bilby da die entsprechenden Funktionen und Schnittstellen. Bereich, der durchaus schon wieder interessant ist, auch für diese Audience hier, glaube ich, ist das Thema Zahlungsabgleich. Das heißt, wir haben einen relativ großen Anteil an Schnittstellen zu Payment Gateways mittlerweile schon angebunden, zumindest die größte Verbreitung haben. Amazon Pay gehört dazu, Klarna, PayPal, ich glaube Stripe, Bank und ähnliches natürlich, um hier einen Abgleich machen zu können zwischen Auszahlungen von den Payment Gateways und den entsprechenden Bestellungen. Initial oder eine der ersten Funktionen des Zahlungsabgleichs
war es im Grunde auch einfach festzustellen, ist eine Rechnung oder ist eine Bestellung bezahlt, die vielleicht per Vorkasse bezahlt wurde, oder eine Bestellung, die auf Rechnung ausgeliefert wurde, ist da die Überweisung eingegangen, sodass die weitere Bearbeitung stattfinden kann, und wenn nicht, entsprechende Mahnprozesse in Gang gesetzt werden können. Wobei das, muss man ehrlicherweise sagen, im E-Commerce heute nicht mehr so eine große Rolle spielt für unsere Kunden, weil einfach ein Großteil der Zahlungsarten mittlerweile garantieren sind und genau, da das Risiko eines Zahlungsausfalls ohnehin abgetreten wird. Genau, auch das Thema Lagerbestände und Bestandsabgleich. Viele unserer und vermutlich auch Ihrer Kunden eben nicht nur im Online-Shop auf einem Kanal unterwegs, sondern sind vielleicht noch auf dem Amazon-Marktplatz, irgendwie auf dem Etsy-Marktplatz, eBay oder sonst wo, haben vielleicht auch noch ein Offline-Geschäft, wo sie die Produkte verkaufen. Und eine der Funktionen von Billy ist es eben auch, die Bestände auf allen Kanälen synchron zu halten. Genau. Ja, also man sieht das hier schon, das war ein Zitat von einer Bewertung, die wir mal erhalten haben, Schweizer Taschenmesser für Multichannel Sales, und das trifft es eigentlich ganz gut. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke von Bilby, dass wir eben einen bunten Blumenstrauß an Features, an Funktionen, an kleinen Tools, an Listen, an Helferchen bieten, die dem Online-Händler, dem E-Commerce-Unternehmen viel Zeit sparen, indem eben Bestellungen, ja, oder Prozesse mit Bestellungen optimiert werden, zentralisiert werden und im Idealfall eben auch automatisiert werden. Das heißt aber eben auch auf der anderen Seite, dass wir ja in jeglicher Hinsicht ein Schweizer Taschenmesser bieten. Das heißt, wir haben vielleicht nicht den allerbesten Korkenzieher, vielleicht nicht die allerbeste Pinzette. Es gibt für viele Bereiche Speziallösungen für das Lager, für den Versand, für Retouren oder Ähnliches. Gibt es Speziallösungen, die vielleicht noch mehr in die Tiefe gehen. Und unsere Strategie, unser Anspruch ist es eben, insbesondere für den kleineren und mittleren Online-Händler ein Tool zu bieten, was einen Großteil der Prozesse abdeckt in der Basisfunktion, in der Basisfunktionalität, wie sie für die meisten Unternehmen eben ausreichend ist, und dass es eben auch sein kann, dass ein Kunde irgendwann in einem Teilbereich aus Bilby herauswächst und sich dann vielleicht für einen Teilbereich, zum Beispiel für den Bereich Lager oder Warehouse-Management, einfach noch eine weitere Lösung ins Boot holt, um da die Prozesse zu optimieren. Und das ist auch völlig okay. Und deshalb gibt es eben auch so viele Schnittstellen, zu Lösungen und zu Partnern, die im Grunde Ähnliches oder das Gleiche machen, wie wir schon machen. Payjo ist auch so ein Beispiel, wird sicherlich auch vielen ein Begriff sein. Die machen auch im Grunde Payment Reconciliation, also Zahlungsabgleich, aber eben einfach eine Stufe tiefer mit mehr Schnittstellen, mit mehr Integration. Und genau, da sind wir durchaus offen für dieses Ökosystem, für diese Vielfalt an verschiedenen Lösungen, um die Prozesse zu optimieren. Genau, nochmal zusammengefasst, im Grunde sind es so drei Bereiche, die wir abbilden. Das eine ist Auftragsabwicklung, also alles, was irgendwie eine Bestellung, einen Auftrag betrifft. Ich habe schon gesagt, Dokumente, die Weitergabe in die Buchhaltung der entsprechenden Dokumente oder Daten, Zahlungsabgleich, Kundenkommunikation, Retouren und Ähnliches. Der zweite Bereich ist alles rund um die Artikel, also dass ich meine Bestände im Wesentlichen im Griff habe und da eben entsprechend eine vernünftige Übersicht, eine vernünftige Verwaltung habe. Und der dritte Bereich, und der fasst die beiden ersten so ein bisschen zusammen, beziehungsweise ermöglicht es, dass viele Funktionen, die im Bereich Auftragsabwicklung und Artikelverwaltung manuell erledigt und durchgeführt werden können, auch automatisiert werden können. Wir haben relativ umfangreiche Regel-Engine, Workflow-Engine, womit ich mir als Kunde, als Händler, ja, einfach den Bilby oder das, was eben an Automatisierung stattfinden soll, gemäß meiner Prozesse, gemäß meiner Wünsche und meiner Vorgaben konfigurieren kann. Genau, ist auch sicherlich ein Bereich, so Thema automatische Exporte, mit dem einige von Ihnen auch schon Kontakt hatten. Genau, das ist so ein bisschen was Bilby selber, was den Funktionsumfang von Bilby selber betrifft, was man im Tool tatsächlich abbilden kann. Im Grunde ist Bilby aber in vielen Fällen auch einfach nur, in Anführungszeichen, eine Middleware. Eine Middleware heißt, Bilby ist eine Lösung, die zwischen, in dem Fall dem Verkaufskanal, dem Marktplatz, dem Shop oder eben auch dem Offline, dem stationären Handel steht, und auf der anderen Seite eben auch viele weitere Lösungen und Partner und Dienstleister angebunden sind, die Bestellungen weiterverarbeiten. Und der große Vorteil ist eben, dass ich in Bilby als Middleware alle meine Bestellungen, alle meine Daten zentralisieren kann und dann über einen zentralen Adapter sozusagen meine Daten weitergeben kann an Buchhaltung, an Fulfillment, an Reporting-Lösungen oder Ähnliches. Ja, und auch das ist in vielen Fällen ein ganz valider Use Case oder eine valide Nutzung von Bilby. Viele
unsere Kunden nutzen will, die auch ausschließlich als Middleware. Das heißt, die nutzen unter Umständen gar nicht die Funktionen, die ich eben vorgestellt habe, sondern nutzen will, die wirklich so als Datenadapter zu einem Drittanbieter, dass der Drittanbieter eben nicht viele einzelne Schnittstellen haben muss und alles zentral über die Bilby-Applikation laufen kann. Genau, und was das alles für Schnittstellen sind, habe ich ja auch mal mitgebracht. Inzwischen sind das über 120 Stück. Ich hatte es eben schon mal erwähnt, ein Großteil davon haben wir wirklich selbst entwickelt. Das heißt, es sind Bestandteil des Kerns von Bilby. Es gibt einige wenige. In den meisten Fällen sind das eher Nischenangebote oder Nischenschnittstellen, wo der Connector dann von einem Drittanbieter erstellt wurde oder wo der Drittanbieter selber sich an Bilby anbindet. Großteil der Schnittstellen sind aber wirklich im Kern von Bilby verankert. Genau, wir haben das in verschiedene Kategorien geclustert. Eine große, sehr wichtige Kategorie sind Shopsysteme. Wir haben im Grunde alle großen und wichtigen und relevanten Shopsysteme für den deutschsprachigen Raum angebunden, integriert. Genau, um eben dort Bestellungen zu importieren, Bestände und Bestellstatus zurück zu übermitteln und abzugleichen und Ähnliches. Zweiter großer Bereich sind Marktplätze, allen voran Amazon. Wir propagieren aber auch immer nicht zu viel, nicht zu sehr auf das eine Pferd Amazon zu setzen, sondern hier auch eher mal rechts und links zu schauen, was es noch an weiteren Marktplätzen gibt, insbesondere im Nischenbereich, im Do-it-yourself-Bereich, Etsy, im nachhaltigen Bereich Avocado Store, aber auch Otto, Aufland, eBay sind Marktplätze, die mittlerweile eine ganz gute Relevanz haben, was für uns so ein bisschen das Risiko und die Abhängigkeit von Amazon reduziert, aber eben auch für die Händler, für die Online-Unternehmen, für die E-Commerce-Unternehmen. Auch hier ist der Funktionsumfang im Grunde ähnlich wie bei den Shop-Systemen. Bestellungen importieren, Bestellstatus abgleichen, Bestände abgleichen, Tracking-Informationen übermitteln, in manchen Fällen auch die Rechnungen ins System hochladen. Bei Amazon und Kaufland ist das beispielsweise der Fall. Genau. Dritter Bereich, habe ich eben schon kurz was zu gesagt, ist der Bereich rund um Payment. Da haben wir Amazon Marktplatz angebunden, Amazon Pay, Klarna, Stripe, PayPal, Bank über FinAPI, ähnlich wie die DATEV das auch macht. Und hier eben primär für diesen einen Anwendungsfall der Payment Reconciliation, also Zahlungen, die ich erhalten habe vom jeweiligen Marktplatz zu Bestellungen zuzuordnen. Genau. Und eben dann noch dieser Edge Case, der immer mehr in den Hintergrund tritt, dass ich tatsächlich den Zahlungseingang prüfe, ist eine Bestellung bezahlt oder müssen da weitere Schritte in die Wege geleitet werden. Genau, all das eben auch kombinierbar mit der Automatisierung, also automatischer Zahlungsabgleich, dann gegebenenfalls auch automatische Zahlungserinnerungen und Ähnliches schicken. Genau. Vierter großer Bereich, wichtiger Bereich ist das Thema Versand. Auch hier habe ich schon gesagt, haben wir Schnittstellen zu den großen Carriern in Deutschland, Deutsche Post, DHL, GLS, Hermes, DPD, UPS fehlt hier auch auf der Liste, aber auch zu sogenannten Spezialisten oder Spezialanbietern, wie zum Beispiel ShipCloud. ShipCloud bietet im Grunde ähnliche Funktionen wie Bilby, die aber eben noch ein bisschen darüber hinausgehen. Das ist das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe. Das heißt, wenn Unternehmen die Versandlösung in Bilby, die Retourenlösung, die Trackinglösung in Bilby Großteil der Bedürfnisse erfüllt, aber eben vielleicht nicht alle. Wenn das nicht ausreicht, habe ich die Möglichkeit, über Partner wie ShipCloud das Ganze noch ein bisschen aufzubohren und da einfach noch meine Prozesse noch ein bisschen feiner, noch ein bisschen ausführlicher und komplexer auszugestalten. Genau, was hier nicht drin ist im Bereich Versand, ist das ganze Thema Third-Party-Logistics oder Fulfillment-Dienstleister, externe Fulfillment-Dienstleister. Aber auch da gibt es einige Schnittstellen und so, dass alle, ja, großen und relevanten Fulfillment-Dienstleister mittlerweile eigentlich mit Bilby kompatibel sind und die Bestellungen über Bilby fulfillen können. Auch hier wieder verbunden mit Automatismen, so dass ich Versandlabel automatisch erstellen und drucken kann, Tracking-Informationen automatisch an den Kunden schicken kann, Tracking-Informationen an den Marktplatz hochladen kann und eben auch muss in vielen Fällen, damit ich da irgendwie nicht abgestuft, abgestraft werde. Und auch das ist eben alles kombinierbar mit der Automatisierung. Genau, letzter Bereich, den ich hier mit drauf genommen habe, ist das Thema Buchhaltung. Auch da haben wir Schnittstellen beziehungsweise / Exporte zu vielen Anbietern oder Lösungen aus dem Bereich Buchhaltung. Da gehe ich gleich auch noch ein bisschen näher drauf ein, logischerweise. Hier mal Cevdesk, Textu, LexOffice, Buchhaltungs-Butler, DATEV aufgeführt, aber zum Beispiel auch
FastBill, das heißt, es sind jetzt nicht nur klassische Cloud-Accounting-Lösungen wie Stepdesk und LexOffice, sondern eben auch Speziallösungen wie Textu, so ähnlich wie es bei ShipCloud auch im Bereich Versand der Fall war. Genau, aber was passiert jetzt eigentlich mit den Daten? Und wir sind ja auch hier heute bei der DATEV. Jetzt möchte ich so ein bisschen noch auf das Thema DATEV und wie kommen meine Daten, also die Buchungsdaten aus Bilby und auch die Belege aus Bilby, denn Stand heute in DATEV und wie könnte das in Zukunft funktionieren? Und tatsächlich gibt's da viele Möglichkeiten und viele Wege, die nach Rom führen. Und nein, ich wusste nicht, dass Max hier Moderator ist, sondern das ist tatsächlich Zufall, dass ich viele Wege führen nach Rom geschrieben habe, passt aber eigentlich ganz gut. Viele Wege führen nach Rom beziehungsweise zur DATEV. Und genau, im Grunde gibt es zwei wesentliche Möglichkeiten, wie meine Belege, meine Daten aus Bilby, meine Buchungsdaten aus Bilby bei der DATEV landen. Und es gibt für das eine und das andere Vorteile und für das eine und das andere Gründe, die dafür oder dagegen sprechen. Auf der einen Seite gibt es eben die Möglichkeit, über eine Cloud-Buchhaltung zu gehen. Das heißt, wenn der Online-Händler, wenn der Kunde, wenn der Mandant einen Großteil seiner Buchhaltung selber macht, Vorbucher ist, wie auch immer man das Ganze bezeichnen möchte, oder einfach vielleicht ein bisschen mehr Datenhoheit, ein bisschen mehr Transparenz bei sich im Haus haben möchte und vielleicht auch die entsprechende Kompetenz hat, gibt es die Möglichkeit, über solche Cloud-Dienstleistungen den Weg zum Steuerberater bzw. zur DATEV zu suchen. Das sind hier die vier, die ich mal aufgeführt habe, FastBill, LexOffice, BuchhaltungsButler und Cevdesk. Das heißt, hier ist es einfach so, dass die Rechnungen, die in Bilby bestellt werden, als Beleg in die jeweilige Buchhaltung übermittelt werden und von dort dann über entsprechende Schnittstellen oder Exporte den Weg zur DATEV finden, eben auch entsprechend angereichert mit den Informationen, die in dem D-Tool noch vorliegen. Bilby selbst ist ja keine Buchhaltungslösung, keine Accounting-Lösung. Das heißt, bei Bilby kann man auch keine Ausgaben oder ähnliches, Eingangsrechnungen und Co. erfassen. Das heißt, das könnte dann alles in einem von diesen Lösungen passieren. Und der zweite Weg, und das ist auch ein Weg, der sehr häufig vorgenommen wird, ist die direkte Übermittlung an die DATEV. Stand heute passiert das über einen Export. Das heißt, da gibt es noch keine Online-Schnittstelle, keine digitale Schnittstelle, sondern es gibt einen Export, dass Daten, wenn ich das in Bilby entsprechend konfiguriert habe, ich habe hier mal einen Screenshot reingepackt, die meisten von Ihnen, die Steuerberater sind, werden dieses Bild vielleicht kennen, wo ich dies entsprechend konfigurieren kann in Bilby, den Erlöseexport, den Zahlungsexport und das so entsprechend übermitteln kann an die Daten. Es wird dann CSV generiert, was ich selbst oder der Steuerberater eben entsprechend einspielen kann. Wichtig ist, dass ich da mein Bilby konfiguriert habe und in vielen Fällen sehen wir Probleme, dass Exporte nicht funktionieren, Importe bei DATEV nicht funktionieren oder ähnliches. Und in 90-95% der Fällen liegt es dann tatsächlich daran, dass irgendwas nicht oder falsch oder anders konfiguriert ist. Das heißt, hier empfehlen wir immer, die ganze Konfiguration mit dem Steuerberater vorzunehmen. Und das geht leider nicht. Ist im Grunde die beste Möglichkeit hier, sage ich mal. Genau. Auch hier auch nochmal ein Bild von der Umsatzsteuereinstellung. Hier, da geht es jetzt um OSS zum Beispiel. Wie muss ich mein Bilby konfigurieren, wenn ich OSS nutzen möchte und ähnliches. Auch hier nochmal, genau. Lasse ich einfach mal kurz so stehen. Genau, meisten werden das Bild kennen. Ich habe es einfach nochmal exemplarisch hier mit reingebracht, was es für entsprechende Exporte da gibt. Genau, was es eben noch gibt, ist der Buchungsdatenservice. Max hat es vorhin schon mal kurz angesprochen. Es gibt eben die Möglichkeit, auch eine echte Schnittstelle zur DATEV herzustellen. Das heißt, ich muss nicht mehr über einen Export arbeiten, muss nicht mehr manuell meine Daten in Bilby exportieren, an den Steuerberater übermitteln und der importiert sie in DATEV. Und DATEV bietet mittlerweile da auch echte Online-Schnittstellen, den Buchungsdaten-Service. Und das ist was, wo wir gerade dran sind. Deshalb die Frage kann ich im Grunde schon vorwegnehmen. Ja, das wird kommen. Und ja, wir befinden uns auch schon in der Entwicklung. In der Entwicklung heißt, dass wir gerade dabei sind, einen Prototyp an die DATEV Connect-Schnittstelle zu entwickeln. Und da gibt es dann von der DATEV verschiedene Schritte, sage ich mal, die durchlaufen werden müssen, um hier entsprechend eine sichere und saubere und stabile Verbindung zu haben.
Da wird es verschiedene Teststufen geben, Teststufen in der Sandbox-Umgebung, Teststufen in der Produktivumgebung. Und aktuell planen wir damit, dass das Ganze im dritten Quartal diesen Jahres live gehen wird. Wir haben vor, im Ende Juli, Anfang August mit den ersten Kunden produktiv das Ganze zu testen und dann vielleicht genau im Laufe des dritten Quartals auch für alle Kunden auszurollen. Der Vorteil ist eben dann, dass ich nicht mehr wie bisher manuelle Exporte anstoßen muss und Datenübertragung irgendwie machen muss oder der Steuerberater sich bei Bilby einloggen muss, um da die entsprechenden Exporte zu machen, sondern dass ich eben ja völlig automatisch meine Buchungsdaten zur DATEV übermitteln kann. Ja, das vielleicht so ein bisschen zum Funktionsumfang und zu den Schnittstellen von Bilby. Ich möchte noch ein kleines bisschen auf die Kunden oder auf die potenziellen Kunden von Bilby eingehen. Grundsätzlich Bilby entstanden oder ist gedacht für Kleinst- und Kleinunternehmen. Das heißt, typischerweise haben unsere Kunden, sind alleine One-Man-Shows, teilweise fangen sie gar als Nebengewerbe an und dann haben sie typischerweise bis zu 10 Mitarbeiter. Mittlerweile ist die Bandbreite aber doch etwas größer geworden, sodass angefangen vom Hobbyprojekt bis hin zum Scale-Up-Unternehmen mit 150, 200 Mitarbeitern alles in gewisser Weise in seinen Platz bei Bilby gefunden hat. Und ich glaube, einer der Gründe dafür ist so ein bisschen, dass wir den Kunden oder den Mandanten, das Online-Handelsunternehmen, ganz gut auf seinem Weg begleiten. Also Bilby hat eine sehr geringe Einstiegsbarriere, eine sehr geringe Hürde, dass Kunden eben das Ganze ausprobieren können, einfache Prozesse mit Bilby abbilden können, skaliert aber eben dann auch im Volumen sehr gut nach oben. Und wenn dann der Punkt erreicht ist, dass es für bestimmte Bereiche eben komplexere, weitergehende Lösungen benötigt, wie zum Beispiel Lager, Warehouse-Management und Co., was ich vorhin gesagt habe, dann ist es eben trotzdem so, dass viele Unternehmen, auch die aus Bilby eigentlich herauswachsen vom Funktionsumfang, trotzdem Bilby zum Beispiel für bestimmte Cases noch weiter benutzen, zum Beispiel für das Thema Middleware, Schnittstelle zum Logistikdienstleister oder eben auch für die Rechnungserstellung. Genau, noch ganz kurz eine Slide zu den Preisen. Wir haben ein relativ einfaches Preismodell, keine Module, keine Funktionen, keine User-Accounts oder Ähnliches, die extra bepreist werden, sondern es richtet sich einzig und allein an der Anzahl Bestellungen, an der Anzahl Aufträge eines Kunden. Genau, kann man bei uns auf der Website auch nachschauen, möchte ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Ist für den Kunden eigentlich fairer als für uns, das heißt in Covid-Jahren, wo der E-Commerce sehr geboomt hat, haben wir eben auch profitiert, aber eben auch unsere Kunden profitiert. In der letzten Zeit oder in den letzten Jahren, wo durch Inflation und Ähnliches die Bestellungen vielleicht etwas zurückgegangen sind und unsere Kunden weniger Umsatz gemacht haben, haben wir das auch gemerkt. Deshalb denke ich, ist es im Grunde ein ganz, ganz faires Modell. Genau, die letzte oder vorletzte Slide vielleicht noch zu dem Thema und auch für Sie vielleicht interessant. Wir haben inzwischen verschiedene Partnerprogramme angefangen über die Einrichtung und Support. Das heißt, das ist ganz, ganz klassische Agenturen, die Kunden helfen, Bilby generell einzurichten und zu verwalten und zu administrieren. Dann gibt es Servicepartner, die eher technisch orientiert sind, die individuelle Schnittstellen bauen und Entwicklungen mithilfe der Bilby-API umsetzen. Der dritte Bereich sind Partner generell für das Thema Beratung. Und da zählen wir auch den Bereich Steuerberater mit dazu. Das heißt, wir haben inzwischen auch einige Steuerberater als unsere Partner. Genau, viele sind vielleicht auch hier im Call. Und wenn nicht, genau, gerne an das Partnermanagement von uns wenden, wenn da Interesse entsprechend besteht. Und der letzte Bereich dieser Partnerlandschaft sind die Integrationspartner. Das heißt, das sind klassische Softwarelösungen wie zum Beispiel Zendesk, LexOffice und Ähnliches, mit denen wir eine entsprechende Integration haben. Genau, das war's dazu. Ich hoffe, ich bin halbwegs in der Zeit geblieben. Vielen Dank und genau, jetzt schauen wir mal, ob es ein paar Fragen gibt.